Hallo, heute möchte ich Ihnen die iPad-Schutzhülle Nüt von der Firma LifeProof vorstellen. Einige der Eigenschaften, die diese Hülle hat, sind vor allen Dingen eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Stürzen sowie Wasser-, Schnee- und Schmutzschutz. Was Nüt genau kann, gucken wir uns jetzt zusammen für Sie an. Sehen wir uns zunächst die Vorderseite des Nüt einmal genauer an. Oben links in der Ecke haben wir die Produktbezeichnung Nüt und nochmal die Angabe, dass es für das iPad 2 und die iPads der dritten und vierten Generation geeignet ist. Oben rechts das Firmenlogo von LifeProof, Let's Go als Firmenslogan. Und darunter das Produktbild natürlich, das hier auch imprägniert ins Wasser eintaucht, um zu zeigen, dass es eben, wie hier unten auch steht, wassergeschützt, schmutzgeschützt, schneefest und auch noch schockfest ist. Ja, drin enthalten ist ein Case und ein Cover, also eine Abdeckung und auch eine gesamte Schutzhülle. Gucken wir uns mal die anderen Seiten an. Hier haben wir die Inhaltsangabe, was genau drin ist, sehen wir natürlich gleich. Und hier nochmal die iPads, für die es geeignet ist. Auf der Rückseite nochmal Produktbilder, diesmal auch von hinten, mit einigen Spezifikationen, zu denen wir gleich noch kommen werden, was diese genau können. Dann kommen wir zur rechten Seite. Hier sind nochmal die Symbole für wasserfest, schmutzfest, schneefest und auch noch stoßgeschützt drauf. Dann noch einige Symbole, die zeigen, wie toll das Produkt sein möchte oder vielleicht auch ist. Auf der Unterseite haben wir, so ist es richtig rum, noch einiges Geschreibsel und ganz oben eigentlich nichts weiter als ein QR-Code, mit dem man bei durch Einlesen mit einem Handy, das kompatibel ist, noch einige weitere Infos bekommen kann. Aufmachen tun wir das Ganze hier unten. So, hier ist eine Lasche und da können wir so herum dann alles herausziehen. Die Verpackung ist damit leer. Die kann schon mal zur Seite. Hier ist die Plastikschale. Und in der Plastikschale befindet sich dieses hier. Das ist aber nicht ein Teil, das sind mehrere. Die Plastikschale kann dann auch weg. Und in der Plastikschale haben wir einmal die vordere Abdeckung des Nüt. Hier hinten haben wir schon einen Ständer für den Tisch, der auch enthalten ist. Aber dazu kommen wir gleich. Hier haben wir ein Kabel. Wozu mag das gut sein? Wir werden es Ihnen auch gleich zeigen. Das hier ist ein ganz nettes Gimmick, dass es dabei ist, eine kleine Schutzfolie oder beziehungsweise ein Tuch, mit dem man das Pad sauber halten kann. Vermutlich Mikrofaser. Und hier haben wir dann für die Vorderseite die Abdeckung. Hier ein bisschen Gummi. Das wird gleich wahrscheinlich mit der Rückseite in Verbindung gebracht werden beim Montieren. Und die Rückseite haben wir hier. Ja, man sieht auch, die Rückseite ist eine klare Rückseite, das heißt, man kann zum Beispiel Dinge wie das Apple-Logo gut sehen. Hier hinten haben wir noch einige Lautsprecher-Rillen. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch das Benutzerhandbuch. Da sind in verschiedenen Sprachen, unter anderem eben auch auf Deutsch, aufgeführt, was man mit dem Nütpad alles machen kann. Und was das ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zunächst zeigen wir Ihnen, wie Sie das iPad normalerweise in das Nüt hineinbekommen. Dazu brauchen Sie nichts anderes als die Rückseite und das Vorderteil. Besonders wichtig ist, dass Sie bei beiden Teilen darauf achten, dass dieser gelbe Schutzgummi, der einmal außen umherläuft, mit diesen Noppen genau in die richtigen Stellen passt. Hier oben einmal und hier unten zweimal auf der Rückseite. Und auch hier auf der Vorderseite muss das Gummi hier gut eingefasst sein, da dieses Gummi die Wasserabweisung gewährleistet. Fangen Sie damit an, indem Sie das iPad schräg ansetzend in das Hinterteil legen. So sieht es dann aus. Wichtig ist, dass diese Lasche hier nach hinten ausgeklappt ist. Danach nehmen Sie die Vorderseite, achten Sie darauf, dass der Home-Button zu dem Home-Button auf dem iPad passt. Das Ganze sollte dann so aussehen. Sie werden bemerken, dass noch ein Abstand zwischen den beiden Teilen der Hülle besteht. Hier. Diesen Abstand verkleinern Sie jetzt, indem Sie von oben anfangend das Pad, die beiden Teile des Pad, ineinander drücken. Das mag etwas schwergängig sein, sorgt aber dafür, dass das Pad wirklich optimal geschützt ist. Fangen Sie unbedingt an der Oberseite an, damit Sie das Pad und die Hülle nicht beschädigen und arbeiten Sie sich dann weiter nach unten vor und planen Sie etwas Kraftaufwand ein. Keine Sorge, wenn Sie mal etwas fester zudrücken müssen, dafür ist die Hülle gemacht. Sie soll schließlich nicht mehr so leicht abgehen. Wenn Sie sicher sind, dass das Pad einmal rundherum gut ansitzt, hier in alle Richtungen, auch oben,
Dann schließen Sie einfach diese von innen gelbe Markierung. So. Und haben das Pad vollständig verpackt. So sieht es aus. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Knöpfe funktionieren, wie der Home-Button, beziehungsweise an der Oberseite der Standby-Button, wie auch hier die VIP-Tasten und Lauter-Leiser-Buttons. Dieses Kabel sorgt übrigens dafür, dass Sie auch weiterhin Kopfhörer an Ihrem iPad verwenden können. Dazu müssen Sie es einfach hier oben in die Buchse schließen, nachdem Sie die Abdeckung abgenommen haben. Zusätzlichen Schutz bietet dieses Cover, das Sie einfach oben aufs iPad auflegen können und so immer dabei haben. Der integrierte Ständer sorgt dabei dafür, dass Sie das iPad sogar hochkant hinstellen und so zum Beispiel Filme auf ihm genießen können. Soweit so gut, das Pad befindet sich sicher im Nüt. Jetzt finden wir heraus, ob sich das Nüt wirklich lohnt und wirklich das hält, was es verspricht. Zuerst lassen wir eine Menge Wasser über das iPad im Nüt laufen. Nach dem Abtrocknen stellen wir fest, es läuft noch genauso gut wie vorher. Das Nüt schützt das iPad sogar so gut vor Wasser, dass Sie es auf einen Tauchgang nehmen oder in der Badewanne eintauchen können. Bis zu 30 Minuten unter Wasser machen der Hülle nichts aus. Die Klangqualität bleibt dabei auch unter Wasser erhalten. Als zweiten Härtetest lassen wir das iPad im Nüt von ungefähr 1,60 Meter Höhe fallen. Auch hier stellen wir fest, dass das Pad wie gewohnt funktioniert. Das Nüt hält also, was es verspricht. Selbstverständlich sind auch alle anderen Funktionen des iPad weiterhin nutzbar, während es sich im Nüt befindet. So können Sie etwa die Außen- und Innenkamera bedienen oder ein Ladekabel anschließen. Auch der Außenknopf, durch den etwa die Ausrichtungssperre bedient wird, lässt sich ganz normal einsetzen. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Video. Wir hoffen, es hat Ihnen weitergeholfen.